Matze Knob alias DJ Hacke unterwegs mit dem Panzer nach Mallorca, wenn alles glatt geht. Moment mal grad. Was sagt denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Da gibt er ja nicht. Das ist doch immer derselbe Rotz. Das ist doch schon das dritte Mal in dieser Woche. Immer geht der Motor aus. Verdammte Scheiße, doch ehrlich so. Ich hab die Schnauze voll von den Dingen. Ja, grüß Gott. Bin ich da beim Pannendienst? Ja, Hacke, DJ Hack. Ich habe ein Problem mit meinem Auto. Ein Allrad. Richtig, ja. Dass da einer rauskommt. Das ist einöd. Ja, das ist komplette Einöd hier. Ja, nee, das ist, genau. Sie können mich ja nicht übersehen. Gut, tschüss. Komm vorbei. Hoffe ich. Yeah. I'm running through these halls like Drano. I got that devilish blue rock and roll. Immer mal hier rüberkommen zum DJ Hacke. Gut, guter Mann. Oh, grüß dich. Ist ja, das ist er. Das ist ein Witz, oder? Er ist stehen geblieben und jetzt sagt er kein Mucks mehr, ne? Rudi ratlos, ja. Heute wieder auf dem Brett. Sind wir hier Autowerk gestohlen? Was machen wir da jetzt? Aha. DJ Hacke hatte natürlich auch noch andere Pannenhelfer. Ich habe selber jetzt schon auch eine ganze Weile dran rumgefuckelt, versucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Nummer weiß ich auch nicht, ne? Die hat mir das Nötigste erklärt beim Kauf und das ging auch jetzt erstmal ganz gut. Ich habe keine Ahnung von Panzer. Ganz einfach. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, genau. Sind wir schon zu zweit? Ja, zu zweiter. Und ja. Nee, aber da drüben, guck mal, da sind so Knöpfe. Ich weiß schon, das vielleicht irgendwie. Du kannst ja mal drücken, ich gehe mal nach vorne und wenn dann ein Geräusch kommt, dann wissen wir zumindest schon mal, dass vielleicht irgendwie eine Sicherung rausgesprungen ist. Was sagt denn? Jetzt mal, bist du verrückt oder was? Du kannst doch nicht da drauf drücken. Was? Da kam eine riesige Feuerwarme vorne raus. Dann ist über das Ding drüber geflogen. Sag mal, ich glaube, ich werde bekloppt. Ich habe es nur. Ja, du kannst doch nicht einfach irgendwo drauf rumdrücken. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe den Kasten da so angeschaut, habe so gemacht und habe Bumm gemacht. Aber du hast doch drauf gedrückt. Dann ist doch das Abschussrohr, das steht doch da drauf wahrscheinlich noch. Was machst du denn? Drück mal gerade vielleicht da irgendwie so, dass da vielleicht nicht was bewegt mit den Knöpfen. Oh, was bist du bekloppt? Ja, was machst du denn? Jetzt hört's aber auf da. Ja, da kommt so eine Feuerflamme vorne raus, so ehrlich. Ich rufe einen Abschleppdienst und was machen wir? Schicken Sie mir so Praktikanten da. Du kannst doch nicht einfach da irgendwie schießen. Nicht, da war wohl noch geladen, das Ding, ne? Wer kommt da denn angefahren? Was ist das denn? Das hat mir noch gefehlt, woher? Jetzt kommt auch noch der Bauer, ich werd verrückt, ich werd bekloppt. Jetzt hier mit euch an. Er hat geschossen. Er hat geschossen. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament. Das ist ja wahnsinnig. Habt ihr mir da ein Loch reingeschossen in meine Güllefassel? Das gibt's doch nicht. Wer hat da geschossen von euch? Er hat geschossen. Ich hab ihm gesagt, dass er gucken soll, dass der Motor läuft. So, da geht er hin, der Praktikant hier, und drückt den Knopf. Und dann schießt er mit der Kugel über den Bauernhof oben drüber. Wie kennst du eigentlich mit dem Panzer auf mein Grundstück? Ich bin überhaupt nicht mehr mit dem Panzer da. Ja, aber du kannst doch nicht schießen da. Die Polizei kommt gleich. Ja, da bleibt. Jetzt hast du die auch noch angerufen, oder was? Ja, sicher habe ich Polizei auf jeden Fall. Er hat geschossen, dass das klar ist. Wenn die Polizei... Herr Bauer, wenn die Polizei kommt, er hat geschossen.
Ich hab nicht geschossen, tut mir leid. Ich hab gesagt, da hinten sind die Sicherungen, ich hab nur den Kasten angelangt. Was? Und hat einen Schäferer da gemeint, aber jetzt ist alles hier. Was macht ihr überhaupt auf meinem Hof? Ich sag da gar nichts, ich bin angerufen worden, ich soll das Ding da richten. Das ist der Hammer. Herr Bauer, der Praktikant hat geschossen. So. Und ich hab hier vorne gestanden. Du schießt mir ein Loch da rein und erzählst mir immer irgendwelche Geschichten vom Rohren, von der Polizei. Was ist denn T2? Weißt du eh nicht? Sag es gut. Wer hat mich angerufen? Ich hab angerufen. Ja, weswegen? Der schießt mir da einfach ein Loch in mein. Der schießt überhaupt nicht. Und der hat einen Panzer. Und ich möchte, damit er seinen Panzer abschleppt. Bist du irgendwie reingefallen? Du bist es doch gewesen! Und sei doch, habt ihr wenigstens Rückgrat? Ich hab nichts gedrückt, ich hab nichts getan an dem Ding. Ganz kurz, Katrin, kannst du mal kurz schauen wegen den Fingerabdrücken, dass wir da was drauf haben? Wir müssen natürlich von Ihnen ja, so den Fingerabdrücken. Ich habe definitiv hingelangt. Aber kann das sein, dass Sie vielleicht auf das Knöpfchen gedrückt haben? Nein, definitiv nicht. Ich hab nicht gedrückt, ich hab nichts getan. Also das ist nicht Ihr Panzer? Nein, das ist den Herrn Panzer. Aber Sie sind noch mit dem Panzer gekommen, oder? Nein. Er hat noch nicht mal eine Warnweste an. So, ich hab eine Warnweste an, ich hab mich korrekt verhalten. Ja, aber so. Wer sind Sie? Ich bin der DJ Hacke, ich bin Hab und Hackebräusch. So. Und er schießt in der Gegend rum. Ich würde ihn erstmal mitnehmen. So. Ja, das ist natürlich ein Problem. Erstens ist das ein Fahrzeug, das nicht zugelassen ist. Haben Sie da Zulassungspapiere für das? Ich, das geht nicht mehr, das ist nicht mein Problem. Ich bin mit dem Fahrzeug da. Also mit dem haben Sie es jetzt hergefahren? Nein! Ich hab da meine Unterlagen. Jetzt holt der noch Geld raus, ich nicht bestechen lassen. Nein, Sie wollen mir jetzt nicht bestechen lassen. Ich hol da die Visitenkarte. Der wollte noch Geld raus und hab ich schon gesehen. Wo wollen Sie denn überhaupt hinfahren? Sagen wir mal so, wo soll denn die Reise hingehen? Gar nirgends. Ja, Sie wollen doch nicht einfach da stehen bleiben. Ich weiß, wo der Panzer gehört mir nicht. Pass auf. Ich will mit dem Panzer nichts machen. Ich sollte eigentlich nur den Motor wieder zum Laufen bringen. Aber Sie schießen. Alarmiert. Ich weiß, wo die Reise hingehen soll. Ich weiß es. Natürlich weiß ich es. Der will nämlich am Samstagabend, will der, in der ARD zur Sendung Verstehen Sie Spaß mit Guido Kanz. Ach was. So. Also. Guido Kanz, schon mal gehört den Namen? Nein, interessiert mich ja nicht. Verstehen Sie Spaß, junger Mann? Ja. Da drüben ist auch eine Kamera.